So, liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Sonntag um 13.30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg. Ich begrüße hier dazu zur Pressekonferenz FCK-Sportdirektor Markus Schupp, unseren Cheftrainer Kostas Runjajić und Mittelfeldspieler Kerem Demirbay. Vorab wie üblich ein paar Zahlen. Für die Partie in Hamburg hat der FCK alle ihm zur Verfügung stehenden Karten. Insgesamt waren es 1.952 an FCK-Fans verkauft. Insgesamt, so meldet auch der FC St. Pauli, ist das Stadion am Millerntor mit knapp unter 20 oder um die 20.000 Zuschauern Stand jetzt restlos ausverkauft. Für das darauffolgende Heimspiel am Betzenberg gegen den FC Erzgebirge Aue stand jetzt 19.321 Tickets verkauft. Schiedsrichter der Partie am Sonntag in Hamburg ist Robert Hartmann. Die letzten beiden Partien, die er gepfiffen hat, war beides Mal ein Spiel zwischen dem FCK und dem FC St. Pauli. Beide Spiele allerdings hier am Betzenberg. Dann kommen wir zur Partie am Sonntag. Markus, wir treffen auf einen Gegner, den FC St. Pauli, der zuletzt zu Hause zweimal verloren hat, ein bisschen angeschlagen ist. Die Fans fordern Wiedergutmachung. Ist das was, was uns als Verein oder euch auch interessiert, oder achtet man da gar nicht drauf und fokussiert sich voll auf die eigene Mannschaft? Ja, natürlich wissen wir über die Situation bei St. Pauli, aber und es ist auch wichtig, das zu wissen. Aber viel wichtiger ist, wie es uns geht und dass wir natürlich mit großer Motivation nach Hamburg fahren, um dort auch ein gutes Fußballspiel zu absolvieren. Ja, wir gehören ja nicht unbedingt zu den auswärtsstärksten Mannschaften, aber unser Ziel ist es natürlich, daran etwas zu ändern und ja, ein gutes Spiel dort abzuliefern. Wir waren schon oft ganz nah dran, auswärts zu gewinnen. Wir werden am Sonntag alles versuchen, dass es das erste Mal so sein wird. Ja. Aber erstmal wollen wir ein gutes Spiel machen und in der Regel ist es so, wenn man gut spielt, dann kommen auch dann die Ergebnisse. Dankeschön, Markus. Kostas, zuletzt gab es ja 5 Unentschieden in Folge. Der Auswärtssieg, Markus hat es angesprochen, fehlt auch noch. Platzt der Knoten jetzt am Sonntag auf St. Pauli? Ja, das hoffe ich doch. Wir haben auf jeden Fall genügend Qualität, um auch auswärts zu gewinnen. Das ist unser Anspruch. Wir werden mit viel Selbstvertrauen nach Hamburg fahren und versuchen, besser zu spielen, offensiver und mutiger nach vorne zu spielen als im letzten Heimspiel. Und wir sind zuversichtlich, dass wir nicht nur ein gutes Spiel zeigen, sondern auch auf jeden Fall Punkte mitnehmen. Dankeschön, Kostas. Kerem, es geht zurück nach Hamburg. Du kommst von Hamburg, also kamst von Hamburg nach Kaiserslautern. Freust du dich ein bisschen auf die Rückkehr in die Stadt? Ja, natürlich. Ich denke, es ist natürlich eine schöne Sache für mich, wieder zurück nach Hamburg zu kommen. Aber das ist eine Nebensache für mich. Ich will mich aufs Spiel konzentrieren. Wir als Mannschaft wollen uns auf das Spiel konzentrieren. Und ja, alles andere ist Nebensache.